Hallo meine Freunde, ich bin Mark und das ist Walter's World und heute wir lernen ein bisschen Englisch, die Adjektive auf Englisch, weil wir haben diese ganz große Crater hier, also wir sind Arizona, Meteor Crater Arizona. So fangen wir an mit die Adjektive. So wir haben gut, gut auf Englisch normalerweise, also 90% von der Zeit, gut ist good, good, aber manchmal hört man fine, fine oder well. Well. Und das ist mehr, wenn ich sage, es geht mir gut. Das ist I'm fine. I'm fine. Aber mit Essen wie ein Adjektiv, also es ist gut, das ist mehr, it is good. Okay? So, gut ist good. Normalerweise ist good. Dann fine oder well. Dann wir haben schlecht und schlecht ist einfacher. Schlecht ist einfach bad. Bad. Und dann wir haben alt. Alt ist old. Old. Dann wir haben neu. Neu ist new. New. Dann jung. Jung haben wir young. Young. Und dann wenn jemand froh ist happy, happy. Und dann traurig, traurig ist sad, sad. Und dann, wenn jemand böse ist mad, mad. Und dann, wir haben schön, also schön ist beautiful, beautiful. Aber hübsch, hübsch ist mehr pretty, pretty. So schön ist schöner als hübsch. So beautiful ist schöner als pretty. Yeah? Dann, wir haben hässlich. Hässlich ist ugly. Ugly. Und dann, wenn jemand groß ist, wie Michael Jordan, er war 2 Meter, das ist, diese groß, das ist tall. Tall. Und dann, wenn jemand klein ist, wie also meine Frau, sie ist nicht so groß, 1,60, 1,50. Okay, das ist short. Short. Dann, wenn etwas lang ist long. Long. Und wenn es kurz ist auch short. Short. Und dann, wenn etwas groß ist, wie also Amerika ist echt groß, diese groß, das ist big. Big. Und dann, wir haben klein, und dann klein für, also Kleinigkeiten, ja, diese klein, das ist little, little. Und dann, wir haben dünn, zum Beispiel, Mark ist nicht dünn, das ist skinny, skinny. Und dann, wenn wir sagen, also dick, wie Mark ist echt dick, das ist fat, fat. Und dann, wenn etwas lecker ist, das ist tasty. Tasty. Aber wenn es echt ekelhaft ist, auch, ugh, das ist disgusting. Disgusting. Und wenn jemand nett ist, nett ist nice. Nice. Oder wenn jemand gemein ist mean. Mean. Und dann wenn jemand verrückt ist, also verrückt, ist crazy. Crazy. So, hoffentlich, das hat ein bisschen geholfen mit deinem Englisch. Also für mehr Englisch-Videos, pass mal auf bei www.walterswell.com. Tschüss von Meteor Crater, Arizona, USA. Bye!